Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, meine Freunde. Ja, im letzten Part hatten wir ein dimensionales Duell. Der gute Zane hat uns ordentlich eins auf die Ome gegeben, also besser gesagt Jessys Deck. Und ja, es ist nur traurig, dass ich euch sein Deck nicht richtig zeigen konnte, denn ja, ich habe den Part schon mal ja angefangen, wie gesagt, im letzten Part, ne? Und ich musste wegen meiner scheiß Game Capture, obwohl ich gerade am Gewinn war, nochmal aufnehmen. Das war der traurige Scheiß, leider. Und wie man Yu-Gi-Oh! Kennt, ist es ein reines Glücksspiel, was man bekommt zu Anfang, wie auch beim Gegner. Naja, die Befreiung der Drachen kommt heute an die Reihe. Und das machen wir doch gleich. Jaden konnte Marcel nicht stoppen. Vom Wiederherstellen der eigenen Ungeheuerkarte. Jetzt muss er Marcels schreckende Macht ins Gesicht sehen. Hahaha. Schön zu sehen, dass du es geschafft hast. Und gerade noch rechtzeitig. Nun, du hast es mir nicht gleich gemacht, aber nichts konnte mich stoppen. Marcel, ich kann dich das nicht machen lassen. Komm nicht näher. Sei in Arm, das ist, was mich vorhin angegriffen hatte. Jane, ich will nur dich. Sag ihr, sie soll gehen. Keine weiteren Ansprüche, du hast nichts mehr zu sagen. Das ist nicht Marcel Blair. Er wird von etwas benutzt und ich denke, es ist Zeit, dass wir herausfinden, durch was. Marcels Stimme veränderte plötzlich zum Jenseits. Nun jetzt, ich verspreche, alles wird viel klarer. Oder was? Alles wird viel klarer werden, früh genug. Glaubst du nicht auch, mein lieber Jane? Ich habe diese Stimme schon einmal gehört, in meinen Träumen. Also wer bist du wirklich? Du weißt es noch nicht, ich bin dein alter Freund. Alter Freund, was meinst du? Sag mir, was wirklich hier los ist. Du bist so gemein, siehst so aus, als ob du aufgewachsen bist und mich vergessen hast. Das ist okay, du warst nur ein albernes kleines Kind damals. Aber ich habe dich nicht vergessen. Wie könnte ich, nach dem, was du getan hast? Nun, da du hier bist, werde ich machen, dass du dich an alles erinnerst. Besonders, wie es geendet ist und wie du mich sitzen gelassen hast. Hä? Nun, sieh mal, ich weiß nicht, worüber du redest, aber du wirst es bereuen. Du hast mit meinen Freunden gespielt. Keiner entkommt damit. Wir werden sehen, Jane. Los geht's. Oh Mann, die langen Sätze sind echt zum Kotzen, vor allem, wenn sie noch falsch, wie gesagt, geschrieben sind teilweise. Noch so nebenbei, ich bin gerade erst aufgestanden. Und jetzt mal schauen, wie sich das Götterdeck dort so schlägt. Und ich hoffe, man hört mich, sonst ist es kontraproduktiv. Aber okay. Oh Mann, Neo-Weltraum, Dark Panther und sonst haben wir nicht wirklich was. Nö. Sehe ich nicht ein, oder? Und im Moment, die haben wir überhaupt eine Chance. Ich glaube, ich mache das mal so. Spiele die Neo-Weltraumkarte. Mal schauen, was sich daraus machen lässt. Nö, nicht beenden. Wir werden jetzt so den Zug beenden, genau. Ja, da spiele ich schon irgendwie meine Zeit nicht Yu-Gi-Oh! Und dann weiß ich schon nicht mehr, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt hier. Ist doch wieder mal zauberhaft. Ja, das ist schon mal sehr korrekt. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Jetzt beschwören wir den anderen Dark Panther. Beschwören beide in den Angriffsmodus. Und greifen mal an. Ich weiß, der hat sich ein Verteidigungsmonster, aber ich möchte gucken, was er denn so hat. Ja, okay. Dann habe ich immer noch ein zweites Monster, was angreift. Tja, und das wird dir so ziemlich das Genick brechen. Finsternis, aha. Auch nicht schlecht. Na, was machst du jetzt? Oh yeah. Hä? Ach so, ein Elementarheld, verdammt. Ja gut, wir haben ein Problem. Scotty, Houston, wir haben ein Problem und deswegen
Machen wir das mal so. Und wir kommen jetzt direkt zu unserem Götterdeck. Wie ich es im letzten Part schon angesprochen habe, möchte ich gucken, welches Götterdeck das bessere ist. Ich denke ja meins, aber keine Ahnung. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. So. Na. Möchtest du Ärger bekommen? Ich hoffe doch. Ja. Fängt schon mal gut an. Zuerst mal die Karte verdeckt. Dann Wellenbewegungskanone aktivieren. In 8 Zügen ist sowieso alles vorbei. Von daher passt alles. Ja. Interesting. Ja, schön. Schön. Und sonst noch Wünsche. Tja, tschüssi. Zurück auf deine Hand mit dir. Ist mir egal. Tja, das war dümmer, ne? Du hast gerade deine einzige Chance verspielt, gegen mich zu gewinnen, ne? Ha, das ist ja mal witzig. Jetzt mache ich nur noch das da. Viel Spaß. Jetzt hast du gar nichts mehr auf der Hand. Oder überhaupt so. Und jetzt kann ich dich mal einfach angreifen. Und 1000 Lebenspunkte Schaden zufügen. Ja, so läuft das. Und selbst wenn ich, könnte ich dann immer noch Metallschleim, Reflexionsschleim spielen. Oder ich mache es jetzt schon. Weil es keinen Einfluss macht, ob ich den jetzt spiele oder nicht. Außer hätte vielleicht 3 Geki, aber ansonsten nö. Sehr cool. Dann nochmal Angriff auf die Lebenspunkte. Yes. Und wenn das so weitergeht, haben wir schon bald gewonnen mit der Willenbewegungskanone. Ja, von mir aus. Ich habe sowieso unter 1000 Angriffspunkte, ne? Letztes Mal, wenn eine Zauberkarte gespielt wird, bekomme ich 500 Lebenspunkte back. Ist schon nice. Und du hast nicht mehr viel Lebenspunkte, mein Freund. So viel zum Götterdeck. Eigentlich könnte man sagen, das ist ja langweilig, aber ich bin gut genug. So, dann mache ich das so. Nice. Angreifen. So. Und dann mache ich das noch so. Aktivieren. Wir haben gewonnen. Wunderbar. Und das in der kürzester Zeit. Nach dem Duell, das Geschöpf war Marcel besaß, offenbar sich Jubel zu sein. Es besetzte Marcels Körper und manifestierte sich in physischer Form. Schließlich meine Transformation abgeschlossen. Ich bin so real wie der Rest von euch. Jane wird sich endlich wieder vereint. Warum starrst du mich so an, als ob du nicht weißt, wer ich bin? Schau mir in die Augen und erinnere dich. Als du jung warst, waren wir ein Team. Wenn du verletzt warst, verletzte ich mich und ich habe etwas dagegen gemacht. Ich hatte nicht vor, jemanden zwischen uns kommen zu lassen. Ich war dein Freund, dein Beschützer, dein Rächer. Und wie zahlst du mir das zurück, indem du es zulässt, dass sie mich wegsenden? Aber das Schicksal hatte einen anderen Plan und es brachte mich zurück zu dir. Oh nein, du bist doch nicht Jubel. Hat ja lange gedauert, oder lange genug gedauert, dich zu erinnern. Ich habe dich nie vergessen. Wie könnte ich? Du hast mich fortschicken lassen und beschlossen, mich zu entfremden. Aber jetzt sind wir von Angesicht zu Angesicht wieder und du und ich haben einigen Nachholbedarf. Ja, das könnte man so sagen. Nicht nur Nachholbedarf, sondern auch jetzt noch ein Problem mit Jesse, die innere Macht. Jubel wurde besiegt, aber sie übernahm Jesse Andersons Körper und überlebte. Jubel, es ist zwischen dir und mir. So lass Jesse aus diesem Duell und duelliere mich in deiner wahren Gestalt. Lass Jesse da raus, haha. Warum sollte ich das tun? Mit diesem Körper schaffe ich es, dich zu bezwingen, deinen Freund zu kämpfen. Nein, kannst du nicht. Ich könnte einfach mein Duell-Disc fallen lassen und weggehen. Und wo würdest du hingehen? Der einzige Ausweg aus dieser Dimension ist durch mich, Jane. Komm schon, du liebst Duelle, Jane. Du lebst für sie.
Wenn du viel Angst hast, dich zu duellieren, dann musst du auch zu viel Angst haben, um zu leben. Früher oder später muss ich es mit Jubel begleichen. Ich will Jesse nicht verletzen, aber wenn ich kein Ende dazu setze, wer weiß, wer noch verletzt wird. Außerdem, vielleicht kann ich Jesse retten. Er duelliert sich bis zum Ende und versuchte mich zu retten. Das ist, was ich für Jesse tun muss. Ich muss einen Weg in seine Gedanken finden und ihn Jubel rauswerfen lassen. Ich weiß, dass Jesse und seine Kristallungeheuer gerettet werden können. Ich muss mich erinnern, dass die Dunkelheit durchbrochen werden kann. Okay, Jubel, wenn du ein Duell willst, dann hast du eins. Ich hatte gehofft, dass du das sagen wirst. Deine Zeit ist um, Jubel. Deine Spiele enden hier. Ich bringe dich zur Strecke. Lass es uns tun. Auf jeden Fall, wir nehmen wieder das Geschichtsdeck mit Jaden. Mal schauen, ob der diesmal ein wenig besser geworden ist. Oh Mann. Jesse, fang mal an. Viel Spaß. Okay. Gefällt mir um einiges besser als die Hand davor, aber immer noch nicht gut genug. Aber von daher läuft's. Also, Oberseele kann man immer noch nicht verwenden, schade. Aqua Dolphin auch nicht wirklich. Neo-Weltraum, bla bla bling, kann man auch nicht verwenden. Dann machen wir das so. Einmal pro Spielzug nehmen wir seine Fähigkeit in Beschlag und holen uns 1500 Lebenspunkte und greifen mal an. Ja klar, war ja wieder mal typisch. Aber egal, man kann ja sowieso nicht viel gerade, außer direkt angreifen gleich. Durch einen Direktangriff werden wir nicht gerade geschädigt, aber ist auch egal. Jetzt ist er wieder im Verteidigungsmodus. Mal schauen, wie das hier so ablaufen wird. Ich glaube, das mache ich so. Aqua Dolphin auf dem Friedhof und bringe alles um. So. Dann spiele ich Neo Weltraum Grand Mole. Und was hat der hier so verdeckt? Fortgeschrittene Finsternis. Okay. Kann man auch so verwenden. Schade hat er nicht die finsteren Ungeheuerkarten da. Wie im Anime. Das wäre noch geiler. Okay. Wenn ihr meint. Oh nö, genau das wollte ich damals auch machen, aber das wurde mir nicht gegönnt. Oh, ich meine, das ist alles im Verteidigungsmodus. Das finde ich cool. Und jetzt greift er mich nicht an. Nice. Nice. So muss das. Dann machen wir das noch so. Holen Kuribo aufs Feld. Und ja. Was tun wir? Wir können nicht gerade viel machen. Das ist sowas von bekloppt. Und mit Kuribo können wir nicht mal den leichtesten hier besiegen. Naja, ich habe keinen Bock hier rumzutrödeln. Deswegen mache ich das nochmal. Zwar mit deinem Benutzer Geschichtsdeck. Ja, mal schauen, ob sein Deck immer noch wirkt, wenn ich es aus dem Spiel entferne. So, tschüss Jesse Anderson. Oder besser gesagt, Jubel. Aber in diesem Sinne, nur mit Jesses Karten. So, dann machen wir das mal so. Ich setze die Karte verdeckt. Setze die Karte hier und gucke mal, was sich so machen lässt. Egal, was du machst, du bist tot eigentlich. Ne? Ja, ist okay. Von mir aus kann ich den gut auf den Friedhof schmeißen lassen. Dankeschön, ja. Und jetzt darf ich die zweite mystische Tomate beschwören.
Und jetzt hat er schon ein Problem. Ja. Jetzt kann ich nämlich... Oh. Boros schon auf der Hand. Das ist ja sehr nice. Das heißt, Boros Schwarzflügeldrache oder Schwarzflammendrache. Level 6. Kommt aufs Feld. Und gleich der Level 7er. Oder besser gesagt, der Level 8er. Auf jeden Fall. Läuft bei uns. Oh nö, da die nicht auf den Friedhof gehen, wird das nicht aktiviert. Ist so ziemlich beschissen. Oh Mann. Und meine Freundin musste gerade niesen. Gesundheit. In dieser Hinsicht. Ich glaube, das hat man gehört. Schreibt es in die Kommentare, falls man das gehört hat. Und sonst lasst es bleiben. Auf jeden Fall. Yo. Was möchten wir hier tun? Wir nehmen mal ihn aufs Korn und ihn hier. Tja, scheiße, ne? Jetzt kannst du nichts machen. Weil du darfst sie nicht auf den Friedhof schicken. Auf jeden Fall keine Monster. Nö. Sehe ich nicht ein. Tschüssi, Topaz-Tiger. Naja. So muss das. Und dann machen wir das noch so. Beschweren die Karte hier. Dann, was ist da noch los? Nö, brauchen wir nicht. Und greifen mal zu dritt an, oder? Ja, ist doch niedlich, ne? Sehr schön. Und das sind nicht mehr viele Lebenspunkte, die Jesse übrig bleiben. Ja, so einfach kann man einen Strich durch die Rechnung machen. Tja. Jaden, was lernen wir daraus? Nicht so viele Neo-Weltraumkarten im Deck haben. Denn bringt dir nichts. Und außerdem, guck dir das an. Hier. Das Siegel von Orichalcos. Hast du nicht mal in deinem scheiß Deck, obwohl das Yu-Gi-Oh! Obwohl das Yugi beispielsweise Pharao Aten schon gespielt hat, ne? Und die haben ja wirklich fast jede Karte gespielt. Allgemein in der GX-Saga. Und hatten sogar noch neue Karten hinzugefügt, die noch mächtiger waren. Wie ich finde. Aber ey, ist nur Ansichtssache. Aber nun gut. Wir haben auch dieses Duell mit Erfolg beendet. Jane besiegte Jubel und Jesse wurde freigegeben. Jane, bist du es? Darauf kannst du es wetten, Partner. Was ist passiert? Haha, er hat dich gerettet natürlich. Ich wusste immer, er würde es machen. Hast du? Ich wollte nie deinen Freund halten. Seine Super-Polymerisation-Karte ist, was ich versuche zu werben. Während du nicht aufgepasst hattest, spielte ich eine Zauberkarte, die mir erlauben würde, Super-Polymerisation zu erstellen. Du hast das alles geplant, aber warum? Du wirst es früh genug erfahren, denn jetzt beginnt der Spaß. Ja, sie wollte damals, als kleiner Nebenspoiler, alle Welten einen, um, also mit der Super-Polymerisation, um Jane auch an sich zu binden, die Gute. Naja, nicht gerade korrekt, aber was will man machen? Der oberste König kehrt zurück. Das werden wir in der nächsten Folge mal machen. Ich glaube, hier hat er ein besseres Deck. Der gute Jaden. Rückkehr der Dunkelheit. Keine Ahnung, wer das ist. Dieser Charakter kenne ich dann wiederum Astrein aus dem Ende des GX-Animes. Von daher freut euch, dieses Duell zu sehen. Wird auf jeden Fall lustig. Tüdelö!